Wir hatten endlich die Möglichkeit, die neue Leica Q3 zu testen und wollen euch heute unsere Gedanken zu der potentesten Leica bisher mitgeben. Also ohne groß und den heißen Brei rumzureden, los geht's! Was macht die Q3 im Leica Lineup so besonders? Verbaut hat Leica hier ihren 60-Megapixel-Sensor, der M11. Erstmals mit dem Sensor kombiniert ist aber nun der komplett neue und leistungsstärkere Maestro 4-Prozessor, der die Q3 zur leistungsstärksten Kamera im Lineup macht. Dank dieses Upgrades besitzt die Kamera nun genug Rechenleistung, um den neuen Autofokus komplett auszunutzen und die Q3 somit zur aktuellen potentesten Leica-Kamera auf dem Markt zu machen. Wir waren hier wirklich erstaunt über die neuen Algorithmen und Features, wie die verbesserte Motiverkennung mit Auge, Kopf- oder Körpererkennung von Menschen. Hier sieht man dem UI auch Einflüsse der L-Square Technology an. Denn softwareseitig fällt sich die Leica hier, wie wir es von den neuen Panasonic-Kameras kennen. Was übrigens positiv ist, da die Darstellung und Funktionsweise sauber gelöst wurde. Für alle, die neben Menschen auch Tiere im täglichen Leben fotografieren, haben wir auch eine Motiverkennung für Tiere. Wir sind ja schon gespannt, wann und wie diese Technik dann in neue Kameras der SL-Serie vererbt wird. Ermöglicht wird der neue Autofokus unter anderem durch die dazugestoßene Phasenerkennung. Wir haben hier also nicht nur einen rein kontrastbasierten Fokus, so wie wir ihn bei der Q2 hatten. Wer schon mit der Q2 gearbeitet hat, weiß, dass ein beliebtes Feature der schnelle digitale Crop auf andere Brennweitenzuschnitte ist. Mit einem Knopfdruck können so Ausschnitte für 35, 50, 75 und nun auch neu in 90 mm gemacht werden. Die Bilder werden hierbei für das JPEG beschnitten, aber beim RAW weiterhin in 28 mm abgespeichert. Da wir nun einen Sprung auf 60 Megapixel bekommen haben, landen wir da im 35 mm Crop bei knapp 39 und bei 50 mm bei immerhin noch 19 Megapixeln. Für schnelle Zuschnitt und dann spontane Gebrauch von längeren Brennweiten ist dieses Feature also weiterhin super. Das alles in diesem kleinen und erstklassig verarbeiteten Gehäuse hat uns mal wieder von der Q-Serie überzeugt und erneut bestätigt, warum wir immer wieder mit den Kameras liebäugeln, wenn wir an der Vitrine vorbeilaufen. Was uns bei der neuen Q3 auffällt, ist, dass Leica hier in gewisser Weise tatsächlich das Design hinter die Funktionalität stellt. Vergleicht man die Q2 mit der Q3, dann sticht besonders das neue 3 Zoll Touchdisplay ins Auge. Denn es ist nicht wie bei der Q2 nahtlos in das abgerundete Gehäuse eingelassen, sondern steht nun aufgrund des neuen Klappmechanismus deutlich aus dem Gehäuse heraus und unterbricht somit das runde Design. Ist das Display der Q2 schöner? Klar. Aber wir begrüßen das klappbare Display für hohe und tiefe Aufnahmen, gerade in der Street Photography, wo die Kamera schließlich zu Hause ist. Wer an der Stelle nun ein etwas wackeliges und schlecht verbautes Display erwartet, den können wir beruhigen. Der Mechanismus ist solide verarbeitet und kleine Details wie die Rillen oben und unten zum besseren Greifen des Displays oder aber auch wie sich das Display durch, was sich anfühlt wie Magnete, in die finale Position zieht, rund das Paket wieder ab. An der Seite des Gehäuses ist dann der zweite Aspekt, an dem man beobachten kann, dass Leica hier die Funktionalität nach vorne stellt. Die neuen Ports. Es ist schon irgendwie lustig, dass neue Ports bei Leica eine so große Sache sind, aber endlich haben wir USB-C und da Leica hier sowieso schon einen Port verbaut hat, haben wir so direkt noch einen Micro-HDMI spendiert bekommen. Beide Ports liegen unter einer abgedichten Plastikkappe, die zwar auch das Design etwas unterbricht, aber im Alltag nicht negativ auffällt. Wo wir gerade bei dem HDMI-Port waren, gehen wir mal direkt über zu Video. Denn Leica hat in der neuen Q3 tatsächlich relativ viele Video-Features eingebaut. Die stolzen Zahlen der Fotoauflösung haben sich im Videobereich auch bemerkbar gemacht. Denn hier können wir den Sensor für eine maximale Auflösung von Cinema 8K nutzen und das sogar in 4:2:0 10-Bit intern. Bitte beachte hier, dass für die 8K-Auflösung zwingend ein neuer Akku gebraucht wird. Auch wenn die Akkus auf- und abwärtskompatibel sind, sprich Akku der Q3 passt in die Q2 und umgekehrt, haben die alten Akkus nicht genug Power, um die maximale Videoauflösung ausnutzen zu können. Man merkt aber schnell, dass die Q3 nicht gerade als Parade-Hybride geplant ist. Wer bei den Ports gut aufgepasst hat, wird gemerkt haben, dass es dort keinen 3,5 mm Klinkenanschluss zum Einspeisen eines externen Mikrofons gibt. Dies soll zwar später über einen USB-Adapter möglich sein, zeigt aber ganz klar, wo die Priorität der Kamera liegt. Auch müsst ihr beispielsweise auf einen Full-Sensor-Readout verzichten. Bereits ab einer Auflösung von 4K croppt die Kamera rein. Es klingt also auf dem Papier ganz nett und ein neuer Autofokus kann da auch schön für genutzt werden, seid euch aber im Klaren, dass es hier nicht auf Profi-Niveau ist.
Wer das von Leica sucht, sollte einen Blick auf die SL2S werfen. Einem Objektiv der Q3 hat Leica nichts verändert. Und darüber sind wir auch echt nicht böse. Immerhin haben wir hier quasi ein 28mm Summilux mit Blende 1.7, was einfach eine fantastische Linse ist. Sie ist verdammt scharf, bietet ein wunderschönes Bokeh und kaum bis keine Bildfehler. Klar, wir haben hier nochmal knapp 13 Megapixel mehr als bei der Q2, aber ihr müsst euch echt keine Sorgen um die Auflösung des Objektivs machen. Denn wenn man es ganz genau nimmt, ist das Objektiv hier sogar schärfer als das Leica M Summilux mit Blende 1.4 und hier wurde sich auch nie beschwert, dass es nicht für die M11 reichen würde. Der Fokusring hat wie gewohnt die Daumenauflage mit dem merkwürdigen und etwas unhandlichen Knopf für den Wechsel zwischen Auto und manuellem Fokus. Aber wie auch bereits bei der Q2 hat diese Optik trotz Focus-by-Wire-System einen unfassbar smoothen und angenehmen Fokusverlauf und das manuelle Fokussieren macht dir einfach wahnsinnig viel Spaß. Auch weiterhin dabei ist die Funktion, das Objektiv in einen Makromodus zu schalten und natürlich, ich meine es ist Leica, natürlich ist der Übergang einfach schön. Der Makromodus ermöglicht uns den Switch von einer Nahenstellgrenze von 30 auf 17 cm und im Zusammenspiel mit der Offenblende können wir unsere Motive so richtig schön freistellen. Klar, das konnte die Q2 auch schon, aber mit der hohen Auflösung der Q3 haben wir nicht nur mehr Details, sondern können unser Bild auch noch näher zuschneiden und feine Strukturen und Details quasi noch näher heranholen. Wir haben vorhin schon viel über das äußere Design der Q3 gesprochen, aber was ist eigentlich mit dem User Interface? Was ist hier noch besonders gut gelöst? Ein kleines, aber wichtiges Detail sind die belegbaren Knöpfe, von denen wir jetzt einen mehr, also in Summe drei haben. Wir haben zwei Knöpfe neben dem Sucher und einen weiteren auf dem Daumenrad an der rechten Seite. Alle drei können wie bereits bei der Q2 individuell belegt werden, indem wir einfach lange auf den Knopf drücken und so die gewünschte Funktion auswählen. Außerdem kann man die beiden hinteren Knöpfe auch leicht voneinander unterscheiden, da sie unterschiedlich weit aus dem Gehäuse herausstehen. Das ist die Liebe fürs Detail, die wir bei Leica einfach sehr schätzen. Neu sind auch die 5 Leica Lux, die wir nun bei der Q3 nutzen können. Die Lux könnt ihr auch in der Leica Foto-App einsehen und auf eure Kamera übertragen. Hier sollen in Zukunft eventuell auch noch weitere Looks hinzugefügt werden. Cool finden wir auch die Funktion, mit der wir einen automatischen Zuschnitt des Bildes angepasst an den Horizont vornehmen können. Für schnelle Fotos aus der Hüfte kann das echt hilfreich sein. Leica versucht stetig, das Nutzererlebnis ihrer Produkte zu verbessern. Und bei der Q3 haben sie sich etwas Besonderes überlegt. Wenn wir uns mal anschauen, für was die Q-Serie am häufigsten benutzt wird, dann sind es neben der Street Photography auch häufig spontane Aufnahmen, wenn man mit Freunden oder Familie unterwegs ist. Und was wollen wir uns keine Sorgen machen? Richtig, einen vollgeladenen Akku. Für die Q3 bietet Leica nun die Möglichkeit, die Kamera induktiv zu laden. Also eine Ladeplatte, auf der wir die Kamera beispielsweise abends mit einem leeren Akku abstellen können, um sie am nächsten Morgen wieder vollgeladen mitnehmen zu können. Leider braucht es einen passenden Handgriff und eine passende Ladeplatte. Natürlich wäre es wünschenswert, dass diese Ladepunkte bereits im Kameragehäuse Platz finden würden, allerdings müsste das Gehäuse dafür vermutlich etwas größer werden und das wollen wir natürlich auch nicht. Auch in weiteren Accessories hat Leica wieder nicht gespart. Wir haben hier unter anderem die goldenen Akzente durch die optionale Messing-Daumenauflage, Gegenlichtblende oder auch einen Knopf für den Auslöser. Letzteres war bei der Q2 übrigens nicht möglich, da der Shutter-Button da kein Gewinn hatte. Wem das Gold nicht gefällt, kann ja auch auf Schwarz oder Silber gehen. So, jetzt zum Elefanten im Raum. Ja, die Q3 kostet UVP 5.950 Euro und das ist verdammt viel Geld. Aber ist es das? Also, ja klar, aber lasst uns mal drüber gehen, was bekommen wir wirklich dafür? Wir bekommen eine kompakte Vollformatkamera mit fest verbautem Objektiv und das ist tatsächlich gar nicht so selbstverständlich, denn es gibt neben der Q-Serie keine anderen aktuellen Vollformatkameras in diesem Bereich. In Leica-Preisen gesprochen ist die Q3 ein unfassbar guter Deal, denn sie bietet mit dem 60-Megapixel-Sensor der M11 den besten Autofokus, den Leica zu bieten hat und dem beliebten 28mm Summilux, welches für die Leica M schon mehr kostet als die Q3, ein richtig geiles Gesamtpaket. Das alles verpackt in einen kompakten, aber hochwertig verarbeiteten Body mit exzellenten Sucher und schon relativiert sich der trotzdem hohe Preis von knapp 6.000 Euro. Ist die Kamera perfekt? Nein. Wir wünschen uns weiterhin eine bessere Erreichbarkeit des Daumenrads, sowie internen Speicher oder einen Mikrofonport für etwas hochwertigere Videoaufnahmen. Aber wenn das dann auch schon alles ist, was man verbessern könnte, sind wir, glaube ich, beim Meckern auf hohem Niveau angekommen. Also der Lennart und ich, wir haben ja jetzt schon eine vorbestellt. Wie sieht's bei euch aus? Seht es genauso wie wir oder komplett anders? Schreibt uns das gerne unten im Kommentarbereich und wenn ihr schon da seid, würden wir uns über einen Daumen und Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.